Hallo, Bayern aktuell. Jetzt in der kalten Jahreszeit bäckt man wieder mehr, auch gerne mit Germ. Wie kann man aber sehen, ob der Germ noch Triebkraft hat? Zuerst ist natürlich die glänzende Oberfläche wichtig, der Geruch, darf ich trocken und spröde sein. Was kann man noch machen? Einfach hier ein Glas mit heißem Wasser und einer Prise Zucker verrühren. Dann schmeißen wir einfach hier ein paar Stücke Germ rein. Dann wartet man 2, 3 Minuten und wenn der Germ noch Triebkraft hat, dann gehen die Germwürfel, die Germstücke in diesem Glas, treiben dann nach oben und lösen sich auf. Sollten die Germstücke unten liegen bleiben, dann heißt, der Germ hat fast keine Triebkraft mehr. Rezepte mit Germ findet ihr wie immer auf ichkoche.at.